So, mit leichten technischen Schwierigkeiten, weil der Stream irgendwie die ganze Zeit abschmiert, sind wir wieder da und ich mache einfach mal weiter und gucke, ob es diesmal besser läuft. Hoffentlich tut es das. Und werde einfach mal schauen, wie das so läuft. Ich hoffe, es hat trotz wenigstens die Aufnahme funktioniert, sodass man das dann auf YouTube nachher sehen kann. Aber gut, ich werde einfach mal das im Auge behalten. So, wir sind zuletzt hier auf Kobo angekommen und sollen unser abgestürztes Schiff reparieren lassen von dem vorherigen Besitzer. Und ich werde einfach mal ein bisschen die Gegend erkunden, würde ich sagen. Könnt natürlich auch auf die Karte gucken, wo ich in etwa hin soll. Okay, in die andere Richtung auf jeden Fall. Nein, ich will da. Funktioniert das? Tatsächlich. Cool. This is a nice one. Bin mal gespannt, wer am Ende dieser Right Vendor sein wird. Ich glaube, es hackt. Komisches Viech. Au. Ist das das Viech, für das man die Arachnophobie-Einstellung machen kann? Ich finde es ja sehr lustig und irgendwie auch cool, dass sie das eingebaut haben. Sehr inklusiv das. Komme ich da irgendwie hoch? Da schon mal nicht. Was ist echtes? Das ist echte Umgebungskollision und was sind nur Bumpmaps? Was willst du mir sagen? Dass ich hier nicht durch kann? Doesn't look like the gate is working though. Noch nicht. Na naja, gut. Für Exploration kann man hier später sicherlich noch zurückkehren. Und eine von den guten alten Kisten, die einfach random überall rumstehen. Ein neues Aussehen für BD1. Moment, eine Kleinigkeit. Immerhin. Wer ist das denn? Bin verwirrt. Egal. Weiter geht's. Ich glaube, das Spiel möchte relativ eindeutig von mir, dass ich jetzt einfach erstmal weitergehe. Grünes Leuchten. Kann man das scannen? Nein, okay. Aber die Datenbankeinträge müssen doch erfüllt werden. Oh mein Gott, Kampfdroiden. Retro-Feeling. Thanks, BD. Huch, ich mache das immer falsch. Das habe ich im ersten Teil auch schon ständig falsch gemacht. Ach schön, aber die Einträge über ganzen Stormtrooper bleiben. Cool. Last Encountered. Auch schön. Ja, ich glaube, die Nine Sister werden wir jetzt nicht mehr sehen. Da hat jemand Kampfdroiden umprogrammiert. Fürchte ich, muss ich jetzt allerdings leider platt machen.
These don't look like any separatists I remember. Nee. Raiders? What has Grease gotten himself into? Irgendwie habe ich immer das Gefühl, der Doppelsprung sollte ausreichen, um da hochzukommen. Doppelsprung klingt einfach mächtiger als das, aber gut. Great find. Hey. Damit war ja nicht zu rechnen, dass hier sich was versteckt in diesem unauffälligen Seitengang. Taschenlampenlichtschwert. Ja, los. Komische Viecher, die einem einfach auflauern. Just look at that thing. Pretty sure picked an interesting place to live. So kann man es auch sagen, schätze ich. Los, ich will euch scannen. Komische Flugviecher. Hm. Kann ich mich daran etwa festhalten? Hm. Nicht die stabilste Gegend. Tut mir leid, Kampfdroide. Witzig. So, das sieht doch aus wie ein Ort, wo man den Shortcut aktivieren kann. Nice work. That'll save some time. Da lang, okay. Das war eine ziemlich schlecht geschossene Rakete. Ein Superkampf, Droide. Au! Ochsen, ja. Den wollen wir doch auch mal scannen. Ja, die Annahme ist, glaube ich, korrekt. Aber das gefällt mir. Kampfdroiden, immer eine super Wahl. So they explode. No. That doesn't sound good. Aber praktisch. Ein Pit-Droid. Und ein neuer Shortcut. Stuck ship, huh? Tell me about it. Wish we could help. Ich mag sie. Wish we could help? Junge, du bist ein Jedi-Ritter. Gib dir Mühe. Hm. Anscheinend will es aber noch nicht, dass wir das tun können. Da geht's nicht weiter. Dann gehen wir wohl erstmal hier lang. Und da sehe ich doch schon wieder eine neue Collectible-Kiste. Na, mach auf. Ein neuer Bart.
Ja, den nehmen wir doch mal. Muss ja auch gewisses, muss ja auch damit, na, personifizieren können. Getting closer. I think I see a way out. Just past that creature. Let's keep going. Identifizieren, das war das Wort. Man muss sich auch damit identifizieren können. Tschüss. Ja, Stream läuft auch immer noch. Diesmal. Keine Ahnung, warum das abgeschmiert ist, ey. These prospectors will never have. They'll understand in the end. If there are any of them left, you guard this area and leave that body. Let others see what happened here. Not that they ever get it. Gordy. Einzige, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist eine gewisse Schleichmechanik. Die hätte das noch ein bisschen aufgewertet. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch eine. Au, noch ausgewichen. Gute Nacht. I'm looking. Grunt. Der Helm kommt mir bekannt vor. Ja, Mustafa hat nicht solche Helme getragen. Natürlich sind sie Killer, hallo? Ein Speicherpunkt. Oh, es gibt jetzt Fast Travel. Das gab es im ersten Teil noch nicht. Bisschen wackelig. Okay, aber wir wollen ja noch weiter. Skillpunkt habe ich auch keinen im Moment. Und weil wir weiter wollen, gehen wir erstmal absichtlich in die falsche Richtung. Au. Kann ich das jetzt blocken oder nicht? Ich meine nicht, dass das großartig nötig wäre. Kleiner Miniboss. Den scannen wir natürlich erstmal. What'd you find, buddy? Und da ist der Skillpunkt. Da bin ich mir jetzt mal fein genug zurückzulaufen, die paar Meter und den direkt auszugeben. Außerdem werden wir dann geheilt. Beziehungsweise. Hey, Stim. Nice throw, BD. Naja, die Stims werden auch nur aufgefüllt, wenn man. Ja, egal, dann respawnen die Gegner halt. Sind mehr Skillpunkte. Oder XP besser gesagt. So, was haben wir denn an Machtfähigkeiten? Das möchte ich bitte einmal. Nee. Das sieht nicht so cool aus. Da noch längeres Ding ins Kirchen. Ich glaube, ich werde erstmal die ganzen Basic Skills holen. B
Vielleicht für Dual Wield. Sollen wir da machen? Das klingt nicht schlecht. Das nehmen wir. BB beim Abwehren gedrückt halten und dann. Verstehe, verstehe. So, muss ich das Viech jetzt nochmal besiegen? Oder nicht? Natürlich. Ey. Autsch. Und gute Nacht. Gib noch mal ein bisschen XP, was soll's. Ein Schädel? Tatsächlich. Looks like it dragged its prey back here and tja, was Raubtiere so tun, wa? Oh, sehr gut. Das kommt jetzt genau richtig. Sonst noch was? Nö. Das war einfach nur quasi die Belohnung für diesen kleinen Fight. Dafür bin ich jetzt nochmal zurückgelaufen. Das hätte ich dann also sowieso tun müssen. Auch sonst nichts mehr, ne? Okay. Weißt du was? Dann bin ich jetzt einfach so dekadent. Oh, ich bin schon voll geheilt. Dann brauche ich ja doch nicht nochmal speichern. Okay. Und nun. I can see you. Cool. Noch der Meinung, diese grünen Dinger sollten irgendwas tun. Wieso hat das gerade so blau geleuchtet? Okay, nichts mit der Macht zu tun. Nein, das wollte ich gar nicht. Hilfe. So. No lift platform here. Da ist noch was kaputt. Das ist soweit alles gut. Ich bin jetzt etwas unsicher wegen des Chats. Das macht mir Angst. Wegen des Streams. Aber Chat, ein herzliches Hallo an den Chat an dieser Stelle. Macht doch ein bisschen Teer drauf. Ist doch genug von da. Und jetzt? Ah, okay. Ah. Da kommt wieder unsere Spider-Man-Fähigkeit zum Einsatz. Au, das können die abwehren. Hallo, greif zu. Greif an, meine ich. Peinlich von so einem Grunt besiegen, angreifen lassen. Wow. Großartig. Scheint mir irgendwie magnetisch zu sein, das Zeug. Da leuchtet. Boah, geh weg.
Leuchtet was? Das wollen wir doch mal einsammeln. You, I was trespassing. Blast him. Ach. Ist das etwa ein... Moment mal, die Dinger kommen mir sehr bekannt vor. Und tschüss. Sind das die von General Grievous? Okay, der wird hier nicht im Text erwähnt, aber... Ich bin mir sicher, es sind die. Könnte man so sagen. Aber anscheinend soll ich da noch nicht durch. Aber das nehme ich doch schon mal mit. Und das nehme ich auch mit. Was? Einfach draufhacken. Warum geht das nicht? Okay, da muss wohl also noch was anderes passieren. Kann ich mit der Tür interagieren? Hey, this is a good find. What are you doing down here? Waiting, watching, always watching. I keep guard. Lucky you, right? Right. I expect you're exploring. Seeking treasure, seeking glory. As luck would have it, there might be something right in front of you. Kleines optionales. Optionales Ding. Why should we? You're wasting time distrusting me when there's who even knows what right here for the taking. It's as if you don't want the truth. Mir fällt gerade auf. Moment mal. So, jetzt sieht man mich nämlich auch wieder. Da irgendwie hin. Wahrscheinlich muss ich dafür erst mit diesen Dingern interagieren können und ich habe noch keinen Weg gefunden, das zu tun. Und da ich mein Lichtschwert nicht werfen kann, wird das wohl erst später was. Aber ich meine, ich kann es noch mal probieren, aber ich glaube nicht, dass hier noch was passiert. Nee. Gut, dann später. Ups, das wollte ich gar nicht. Gehen wir doch einfach mal weiter hier durch. Dein Wunsch ist mir Befehl. Und gute Nacht. Diese Finishing Moves erinnern mich wirklich viel zu sehr an Doom. Oh, eine neue Jacke. Sieht ja sogar cool aus mit dem Cape. Die nehme ich. Gefällt mir, gefällt mir. Hey, what have you found? You want to press it, right? These things pack a punch. Okay, now let's find a way out of this park. Oh, cool. Ah, natürlich. Jawohl. Das war allerdings mehr wieder eine Abkürzung als alles andere.
Oder? Da bin ich doch gerade schon gewesen. Ich meine, nicht, dass das unpraktisch ist. Aber weiterhelfen tut es mir nicht unbedingt. Ach Mann, ich mache immer Pause. Oh. This is really not pleasant. Wenn ich Hilfe brauche, werde ich schon danach fragen. Das war knapp. Vermute mal, man soll jetzt diese Mine irgendwie da hochrollen. Und damit dann irgendwas tun. Kann ich hier irgendwo, ist hier noch mehr so blaues Gestein? Wahrscheinlich soll ich die dann dagegen feuern, wa? Simple Umgebungspuzzles. Na dann komm doch mal her. Wahrscheinlich sollte ich die Mine erstmal so mit mir mitziehen. Wenn ich sie an mich ranziehe, ist sie ja schon kurz davor zu explodieren. Na toll. Das soweit zu dieser Problematik. Die Idee war richtig, aber Ausführung mangelhaft. Ist sie nicht explodiert? Ist sie jetzt einfach im Teer gelandet und liegt dann da jetzt rum? Da kommt nämlich anscheinend keine neue raus. Kann man das als Bug durchgehen lassen? Ich überlege gerade, würde es helfen, wenn ich einfach nochmal zum Meditationspunkt gehe? Oder ich habe noch eine andere Idee. Geholfen. Jetzt irgendwie ärgerlich dafür zurück ins Hauptmenü gehen zu müssen. Aber ich meine, andererseits ist der Speicherpunkt direkt da. Ja, die will irgendwie nicht respawnen. Probieren wir es erstmal mit einer normalen Meditation. Vielleicht spawnt sie ja dadurch schon neu. Technisch gesehen zählt sie bestimmt nicht als Gegner. Da ist sie. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ach, die Viecher. Das hat so gerade noch connected. Okay. There. That should do it. Oh. Let's keep moving. We're almost there. Das sieht ja fast so aus, als wäre da irgendwas, das man vielleicht später noch einsammeln kann. Ich will es nicht riskieren, da einfach reinzulaufen. Er sagt zwar gerade keep moving und ich glaube, dann passiert wahrscheinlich auch nichts Dramatisches, aber... Naja, wie gesagt, nicht riskieren. BD1, are you okay? Springen. Oh, kleines Jetpack. Niedlich. Mein, hätte ich sie mit der Macht fangen können? Oh. Come on. Should have left you in that rat tar nest. Cool, cool. Okay, dafür sind wir noch nicht stark genug. Schon verstanden. Kommt jetzt aber hoffentlich auch so langsam mal. Das ist mir ziemlich egal. Und gute Nacht.
Au! Muss ich ihn doch eigentlich wegschmeißen. Au! Also, machen nicht das beste Bild. Gib dir Weak Tactic, so. Was ist jetzt davon? Im Falschen angelegt. Was ist das da oben? Okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann eben so. Mehr Collectibles. Das sieht weird aus. Das sah weirder aus. Da ist nichts Interessantes. Buglings. You're a long way from Bogano. Oh nein. Die Viecher. Natürlich kannst du das, ich habe das schon gemacht. Also, so ähnlich. Aber irgendwie scheint mir, mit einem Fahrstuhl wäre das irgendwie angenehmer. Ein weiterer Savepunkt. Nehme ich. Alright, let's go. Das wird mein Shortcut. Hübsch hier. Haven't I seen you before? Putzig. Not a bad change of scenery. Reese's place should be around here somewhere. Hey, da unten ist eine Stadt. Yeah. Look at that. Quite the view, ain't it? That your ship came down, Dredger Gorge? Yeah, we had some technical problems. Probably met the Bethlehem Raiders then. Passt ja zum. Attacked us as soon as we landed. Passt ja zum Stream. What y'all doing around these parts? Looking up an old friend. Grease Dritus? Grease? Oh shoot, I know him. I run the stables in town. My name's Mosey. I'm Cal. This is BD1. Why are you cute little droid? It's good to see a friendly face. Likewise. Well, path seems clear from here. Shouldn't get in any trouble. I should go looking for it. Oh, and will nicht sagen, aber say hey to Domodendra when you get in town. She doesn't take kindly strangers. We understand. Thanks for the advice, Mosey. Bet. Das mit dem friendly face ist mein kennt euch seit 2 Minuten. Jetzt ist sie einfach weg. Ja, okay. Hey, sie ist doch nicht weg. See you so soon. Thought I'd check out the stables. Well, these ain't it. I'm just tending Brutus here. He's an echo. Man in dem Spiel reiten. Stables yonder in town, and if you find a beast you want saddled, drop on by. I'll keep an eye on Mosey. Thanks. Warum hat sie so einen, ja, so einen Südstaaten-Akzent? Nein, lauf nicht weg. Ich will dich doch nur für den Datenbankeintrag erledigen. Au! Au! Nicht unerwartet brutal. So. Die Rache ist mein.
so, als hätte ich hier gerade noch so ein Collectible gesehen. Was sehe ich denn da? Das wird bestimmt noch interessant. Ich vermute mal, da werde ich noch nicht hoch können. Oh, doch. Ja dann, warum der Main Quest folgen, wenn man hier Exploration machen kann? Und wieder ein... Wir nehmen alles mit. Was für weirde Dinger sind das? Ramlik. Diese ganzen, wie nennt man die nochmal? Ich wusste das mal. Diese Steinstapel. Interessant, dies. Da ist doch mein Collectible, auf das ich gehofft hatte. Fuck. Achso. Vielleicht soll ich mich erst da runterfallen lassen. Jetzt ruckelt es schon wieder so. Warum? Warte mal kurz, ob es sich noch fängt. Nicht, wenn ich weitergehe. Nein. Okay. Why? Da hinten sind jedenfalls noch Sachen zum Einsammeln. Und das sieht aus, als wäre es noch ein Savepunkt. Leichtes Ruckeln hin oder her. Meine Güte, schlecht optimiert ist es ja schon. Hey, Level up. Hm, doch kein Speicherpunkt. Hätte mich auch gewundert, der wäre irgendwie random. Imagine being scared of something so fluffy. Da hinten sehe ich doch noch ein Echo. Bin ich eigentlich übrigens den Marker für den, wie ich wieder entfernen. Ja, den brauche ich jetzt irgendwie nicht mehr. Das Geruckel geht mir auf den Zeiger. Warum? Jetzt ist es irgendwie weirdly besser. Jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen. Kern, aber das ist nur das englische Wort. Keine Ahnung, wie die Dinge auf Deutsch genannt werden. Ehrlich gesagt. Na egal. Au! Das tötet Menschen. Aua! Du wirst gleich noch mehr Damage sustainen. So, bitteschön. Warum habe ich jetzt schon wieder so viel Schaden? Ich habe mich gerade geheilt. Achso, weil ich immer genau wie im ersten Teil davon ausgegangen bin, dass die Stims einen einfach komplett heilen, was sie aber leider nicht tun. Ich wünsche mir nur immer, dass sie es tun. Wow. Och, du willst mich doch hier jetzt...
Hey. Kann ich nicht da runterschubsen? Wie frech. Hä? Wo ist der andere hin? Bin einfach durch Reflexionen gekillt. Dass da unten ein Meditationspunkt ist, so langsam wird das nämlich mal Zeit. Ich fürchte, wenn ich da runterspringe, ist es allerdings nicht so gesund. Das soll man anscheinend nicht hoch können. Ja, erstmal Shortcut, so. Au! Irgendwie komme ich schon zu diesem Safe-Punkt runter. Auch wenn es nicht der eleganteste Weg wird, vielleicht. Da sind nochmal zwei Kampfdruiden. Sind hier bestimmt auch wieder so bescheuerte Minen. Dieses Geruckel geht mir wirklich auf die Nerven, das ist so unnachvollziehbar. Kann doch nicht an den Settings mehr liegen. Liegt es auch am Stream? Ich weiß es nicht. Eigentlich scheint mir, das sollte nicht so dramatisch sein. Naja, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen tweaken. Aber wie gesagt, man hört ja auch zu Genüge davon, dass das jetzt nicht unbedingt top optimiert ist. So, erstmal dringend benötigt speichern. Ready to go? Ja, noch ein Shortcut. Eine Workbench. Weißt du was? Machen wir. Was haben wir denn so an neuem Zeug? Hauptsächlich Materialien. Wir wissen, was da noch so dabei ist. Das ist irgendwie... Das ist nix. Aber wir haben ja noch Aschikfarben. Vielleicht für einen Akzent. Nicht, dass man davon viel sieht. Ein kleiner roter Strich. Das wäre doch was. Haben wir hier noch ein bisschen was Schönes? Das glänzt viel zu stark. Oh Gott, nein. Vielleicht werden wir uns weniger... Nee, das macht das auch nicht besser. Und die Farben sind auch nicht so... Nee, nee. Machen wir mal eine Stufe runter. So, mal gucken, was wir hier noch haben. Ja, der gefiel mir nicht. Der sieht lustig aus. Den nehme ich. Habe ich noch so... Nee, der Kopf gefällt mir nicht. Audiosensoren habe ich noch nicht. Körper habe ich auch noch nicht. Und Füße habe ich auch noch nicht, ne? Nee. Oh, warte mal. Neue Materialien für ihn. Oh ja, oh Gott. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Komm, nehmen wir grün. Komplett grün? Nein, bitte nicht. Aber ich glaube, ich möchte das rot haben. So, ein bisschen dumpfes Rot. Machen wir ihn mal Top-Kondition. Danke, Chris. Und da irgendwie hoch. Soll man da überhaupt hoch? Eigentlich noch nicht, ne? Irgendwo geht's da oben hin, aber... Ach man, ich mach immer Pause. Jedes Mal. Ach so, haha. So soll man da hoch. Sorry, das gab's im ersten Teil nicht, da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass das geht. Hier noch was zum Mitnehmen? Nö. Und jetzt?
Bin mir nicht sicher, was mir das jetzt gebracht hat. Komm ich da noch höher irgendwie? Ich kann doch nicht an diesem... Doch, kann ich. Okay. Cool. Probleme eines Kampfdruiden. Haha. Das hast du jetzt davon, du mein Kampfbruder, aber du nährst mich hier zu sehr, du kommst weg. Au! Das, hallo! Das sind mir zu viele Gegner auf einmal. Ach ja. Ja. Okay. Das, ja, okay, ich weiß, wie das geht. Das gab's vorher auch schon. Moment kurz. So. Also nochmal darauf. Da habe ich mich etwas zu selbstsicher gefühlt. Aber wäre ja auch langweilig, wenn es auf Anhieb immer alles klappt. Neue Strategie. Erst die ganzen Kampfdruiden loswerden. Hallo, den habe ich weggeschlagen. Hey. Hey. Okay, du musst weg. Yes, so fast. So. So. Jetzt reicht es mir. Weg mit dir. So, das macht Echo nehmen wir erstmal auf. Well fought, but you are outmatched. This is my tower. What do you want? To offer you something. Und tschüss. Schon wieder ruckelt es so ein bisschen. Ich bin enttäuscht. Sehr. Ah, mehr Lebensenergie. Das tut gut. Da hinten ist noch ein Collectible, wenn ich das richtig sehe. Neue Frisur. Damit sieht er ein bisschen aus wie... Wie heißt der Charakter nochmal?
Aus Rebels. Caden, glaube ich, ne? Ach, Rebels. War okay. Das war mein Fehler. Ich hätte hier nicht reinlatschen dürfen. Spalten. Irgendwie ist das mit den Kampfdruiden cool. Mir gefällt das. Aber gut, inzwischen darf man ja auch sagen, dass man die Prequels mag. So. Das erfordert eine kleine Heilung. Und wir haben ein paar Skillpunkte. Glaube. Glaube, ich bin lame und noch erstmal noch mehr Lebensenergie. So. Kurzer Check zwischendurch. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, kurz zu pausieren und für die YouTube-Aufnahme eine kleine Pause zu machen. Außerdem habe ich Durst. Ich komme einfach mal gleich wieder, würde ich sagen. Und sage bis gleich.